Du willst wissen, wie du mit dem Pfadfinder von Level 4 auf Level 5 kommst? Dann bist du hier genau richtig, denn um Level 5 zu erreichen, müssen wir 25 Gegner mit einer Feuerwaffe töten, 4 Kopfschüsse mit 4 Kugeln in Folge erzielen und 10 Gegner töten, ohne entdeckt zu werden. Das können wir irgendwie alles gleichzeitig machen, wenn wir gut sind. Sind wir gut? Jawohl, natürlich sind wir gut. Wir sind die Besten. Wir sind Ghosts. So, wir fangen direkt an. Übrigens hier, ich befinde mich hier in New Argyll am Fischverarbeitungszentrum. Habe auch das Biwak hier genutzt. Und falls du dich gerade gefragt hast, was das hier ist, das hier sind die taktischen Depots hier. Die werden hier auch auf der Karte angezeigt. Huch, ich wollte nicht zum Motherland wechseln, danke. So, oh, tschüss, Nummer 1. War das jetzt ein Kopfschuss? Hab keine Ahnung, sehen wir gleich. Vielleicht sollte ich erstmal aufklären. Das wäre vielleicht mal. Das ist ein Angriffsmarkierer, damit klärt man nicht auf. Vielleicht. Ich tausche mal eben den Schneidbrenner durch Sensorgranaten aus. Und werf mal einfach eine in die grobe Richtung. Hoffe, die fliegt. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, die fliegt weit genug, aber das ist sie nicht. Haben wir eigentlich hier schon diesem Spielstand die Tarnung von Motherland? Ja, haben wir. War noch nicht sehr gelevelt, aber besser als nichts. Nur für den Notfall, damit wir wissen, dass wir sie haben. Die gibt's in der zweiten Mission. Ich glaube, in der zweiten Mission von Motherland. Ich habe auf jeden Fall ein Tutorial dazu, auch auf meinem YouTube-Kanal. Auf jeden Fall abonnieren. Lohnt sich auf jeden Fall immer. So, Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Nein! Drüber geschossen, verdammt. Das wäre Nummer 4 gewesen, sagen wir so. So, Nummer 1. Nummer 2. Der ist da hinten dran. Ah, fuck. Und nochmal von vorne. Nummer 1. Auf jeden Fall haben wir die 10 Gegner ohne entdeckt zu werden schon mal. Nummer 2. Nein! Oh Gott. Ja, dann schieß lieber auf den Scharfschützen, du Vollidiot, anstatt auf den anderen, der uns noch gar nicht entdeckt hat. Oh, das sind zwei Scharfschützen. Zwei Scharfschützen, das ist nicht so cool. Das ist gar nicht cool. Ja, kommt mich mal jemand wiederbeleben oder soll ich aufgeben? Dankeschön. Dankeschön, Vasili, bester Mann. Ja, Dankeschön. Wäre schön gewesen. Alter. Wäre schön gewesen, wenn du. Na, prima, auch das noch. Wäre schön gewesen, wenn du vorher noch die Gegner getötet hättest, die mich im Visier hatten, aber was soll's. Erstmal verarzten und hoffen, dass ich keinen Kopfschuss kassiere. Der Scharfschütze da oben macht mir ein bisschen Angst. Alter, ich. Die G28, mit der bin ich einfach immer noch nicht warm, obwohl das jetzt die vierte oder fünfte Folge schon ist. Nee, auf mich. Au. Ja, mein Gott. Laber keinen Müll und beleb mich wieder. Dankeschön. Und das alles nur, weil ich einmal am Anfang eben daneben geschossen habe. Ich sehe den nicht. Da darf ich jetzt? Ja, Dankeschön. Ja, und bin schon wieder schwer verletzt. So. Ja, ich verarzte mich einfach mal mitten auf dem Feld. Hoffe, dass meine Kameraden mich beschützen. Ich weiß, die Hoffnung ist oft vergebens, aber na gut, ich meine, ich bin Ghost Lead, also von daher. So. Gut. Was brauchen wir noch? Tötungen und Kopfschüsse. Ich habe leider den Count verloren für die Kopfschüsse. Ich weiß nicht mehr, wie viele es noch sind. Oh Gott, auf jeden Fall sind wir wieder bei Null. Ah. Mein Gott, schon wieder verletzt. Leck mich doch am Besenstiel. Sterb, du Missgeburt! Woher weißt du, dass ich eine Missgeburt bin? Hat dir das mein fünfter Arm verraten, oder? Team, Stellung halten. Position halten. So. Alles klar, wir bleiben hier. Wir bleiben hier.
Machen wir das Ganze mal ein bisschen anders. Im offenen Konflikt habe ich nicht so viel zu melden hier. Was ist das denn? Sieht aus wie ein Zelt. Das ist einfach ein Stein. Oh, ein bisschen. So, genau. So, hallo Busch. So, wo haben wir sie denn? Die rennen wahrscheinlich immer noch rum wie die Irren. Ich hätte mal gerne Ghost Recon mit einer richtig smarten KI. Das wäre mal geil. Wo ich nicht auf Extrem spielen muss, um eine Herausforderung zu haben. Das wäre halt richtig geil. Ich meine, ich habe mich in dieser Folge jetzt hier nicht besonders mit Ruhm bekleckert, aber... ihr wisst schon, wie ich das meine. Werfen wir nochmal so ein Ding dahin. Ob da jemand im Haus ist? Scheinbar nicht. Zumindest nicht in der Nähe der Fensterscheiben. So. Ich hab halt noch gar keine. Natürlich bleibt er jetzt stehen, wo ich abdrücke. Natürlich bleibt er jetzt stehen, wo ich abdrücke. Immer dasselbe. Und warum schießen die jetzt auf die KI-Kameraden? Das verstehe ich nicht. Haben die jetzt angefangen zu schießen oder was? Meine Güte. Ich hab was für euch. Ja gut, dann macht ihr die mal fertig. Ich habe meine zwei Kopfschüsse und ich ziehe dann weiter. Voll getroffen. Vielleicht stelle ich nach der Folge die Grafik mal ein bisschen runter. Die Frame-Drops, die werden mir ein bisschen zu wild hier. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme sieht. Ich hoffe jedenfalls nicht. Aber vielleicht war ultimativ doch ein bisschen zu viel für mein System. Hallo, Widder. Da bist du ja wieder. So. Wunderbar. Gut. Gucken wir mal, kriegen wir denn noch ein paar Headshots her? Konzentriert euch. Auf jeden Fall läuft da hinten noch irgendwo einer rum. Warum ich jetzt geklackt habe, weiß ich auch nicht. Süßes oder saures? Halloween ist vorbei, du Spacken. Ich weiß, dass sie das nicht sagen, aber es ist mir wurscht. Ich werf eine Granate. Sehr gut. Hab ihn. Stirb doch selber. Hab keine Lust zu sterben. Bin schon zweimal gestorben. Konzentriert euch. Tötet alles, was ich... Ach, da sitzt er. Hallo. Verdammt. So, das war auf jeden Fall Kopfschuss Nummer 3. Einen brauche ich noch. Gibt es irgendwo vielleicht eine dumme Patrouille, die einfach wild in der Pampa rumsteht? Das wäre ganz geil. Ganz vorsichtig. Feinde in der Nähe. Feinde in der Nähe. Ach, guck mal da. Die steht zwar nicht in der Pampa rum, aber... so in einer Linie ist auch... ist da ein Gegner? Nee, das ist ein Fels. Ich dachte, das hier oben wäre ein Helm. Da hinten steht aber jemand. Guck mal einer an. Ich habe halt den... und da laufen auch noch welche. Jetzt plötzlich ist hier alles voller Gegner. Passt mir aber gerade ganz gut in den Kram. Toll. So sehe ich natürlich keinen. Ich habe den Bullet-Drop von der G28 noch nicht so drin. Jawohl, das waren auf jeden Fall die 4 Headshots. Prima. Dann ist jetzt wieder wurscht. Nein, wir wurden gar nicht entdeckt. Mein Gott. Nur weil ein Gegner wegrennt, heißt das nicht, dass er uns entdeckt hat. Der hat nur gesehen, wie sein Kamerad, sein bester Freund, sein Trauzeuge neben ihm zusammengesackt ist. So, jetzt hört man es piepsen. Da ist ein taktisches Depot irgendwo. Ich sehe es nur nicht. Ah, da vorne. Direkt hier vorne. Das hört man jetzt piepsen. Dann war das in den letzten Folgen wohl einfach nur verbuggt. Nice. Prima. Haben wir hier zufällig noch eins in der Nähe? Nö. Aktiviere Nachtsichtgerät. Gut, dann brauchen wir nur noch 8 Gegner.
Wir haben da vorne die Fünferpatrouille, die da an der Straße entlang spazieren. Und vielleicht noch ein vollbesetztes Auto oder so, dann haben wir's. Auf jeden Fall, wie gesagt, YouTube-Kanal abonnieren, TikTok-Kanal abonnieren, Instagram abonnieren, auch wenn da momentan nicht so viel kommt. Die 5er-Patrouille war nur eine 3er-Patrouille, auch gut. Zählen will gelernt sein. Aber das stand nicht in den Anforderungen. In der Ghost-Stellenanzeige. Dass man zählen können muss. Wir brauchen noch 4 Gegner. Hier übrigens habe ich gar nicht gezeigt. Hier, Harris Forest, wir waren eben hier am Fischverarbeitungszentrum. Oder habe ich das gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe ein TikTok-Gehirn mittlerweile. Kurzzeitgedächtnis, schlimmer als ein Goldfisch. Ey, wer kommt denn da? Da sind ja mindestens 2 Gegner drin. Oh, warum klettert er denn da drauf? Ist der Be... 1, 2. Vasili, was machst du da? Warum läuft er denn da hinten rum? Ja, bleib noch ein bisschen weiter zurück. Ja, kommst du mal hierher? Und er dachte sich wahrscheinlich ja mit diesem Affen, der da auf den Barrikaden rumkraxelt, will ich nichts zu tun haben, mit dem will ich nicht in Verbindung gebracht werden. Ich kann es ihm nicht verübeln. Bin ich ganz ehrlich. So, hier oben haben wir 2 Gegner. Wir brauchen aber nur noch einen. Ne, doch nicht. Wir brauchen noch 2. Verdammt. Also, verdammt, sind sogar 3 Gegner. So. Damit sind wir auf jeden Fall auf Level 5. Und das war's, was wir für diese Folge gebraucht haben. Bis zur nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.